Hallo, mein Name ist Helmut, ich komme aus Tirol und ich möchte euch heute in diesem kleinen Video zeigen, wie man ein Lied sehr abwechslungsreich begleiten kann, das aus nur zwei Akkorden besteht. Das Lied heißt Fallen, ist von Alicia Keys und die zwei Akkorde, um die es geht, E-Moll und D. Ich spiele am Anfang alle fünf Varianten vor. Und wir können uns dann die einzelnen Sequenzen genauer ansehen. Erste Variante. Zweite Variante. Dritte Variante. Variante. Ich beginne mit der ersten Variante. Ich brauche den E-Moll-Akkord. Spiele von hier bis hierher. Der Daumen spielt die sechste Saite und zwei Finger der rechten Hand spielen die Melodietöne. Also ich spiele von hier bis hier in langsamem Tempo. Das gleiche mache ich für den zweiten Takt, für den D-Akkord, mit dem einzigen Unterschied, dass der Daumen nicht mehr die sechste Saite spielt, sondern der Daumen spielt jetzt die vierte Saite. D. Ich hänge jetzt beide Takte zusammen, von hier bis hierher. D. E-Moll. Und D. E-Moll. Und D. Und im normalen Tempo. Dürfte keine größeren Schwierigkeiten bereiten. Der zweite Takt ist fast identisch mit dem ersten, also der zweite Teil. Anstelle der hohen E-Saite finden wir hier dieses Zeichen und das soll bedeuten, dass die Finger auf die Saiten schlagen. Ich spiele es ganz langsam von hier bis hierher, E-Moll-Akkord. Das gleiche gilt wieder für den D-Akkord, von hier bis hierher. Dann kommen wir zum dritten Teil. Die Töne werden geschlagen, also alle sechs Saiten werden durchgestrichen, von oben nach unten. Und der erste Schlag wird jeweils betont. Ich spiele von hier bis hierher, also nur der E-Moll-Akkord. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. D-Akkord. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ich hänge beide Teile zusammen. Zur Wiederholung spiele ich jetzt vom ersten bis zum Ende dieser dritten Variante alles noch einmal und jeden Teil wiederhole ich einmal. Also ich beginne hier
Zweiter Teil. Dritter Teil. Jetzt kommt die vierte Variante. Und zwar spiele ich jetzt Harmonix oder die sogenannten Flageolettöne. Und zwar nur für den E-Moll-Akkord, für den D-Akkord bleibt alles gleich. Und der E-Moll-Akkord, das Zupfmuster bleibt gleich. Der Rhythmus, ich spiele die Töne nicht hier, sondern eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, 10, 11, 12. Hier werden normalerweise die Töne gegriffen. Und für die Flageolettöne nehme ich einen Finger und fahre ganz langsam, ganz leicht über das, genau über den Bundstäbchen, über die sechs Seiten. Ich kann sie einzeln anzupfen. E-Moll. D. Langsam. Und jetzt kommt zum Abschluss ein perkussiver Teil. Ich schlage einmal über alle sechs Seiten beim E-Moll-Akkord. Und dann mit dem Daumen zweimal dann dieses Zeichen bedeutet mit der Hand Innenfläche einmal zweimal Daumen und dann D-Akkord. Klingt viel komplizierter als es in Wirklichkeit ist. Ich spiele es ganz langsam und zwar von hierher bis hierher E-Moll-Akkord. Daumen, Daumen, Hand, Daumen, Daumen und dann D-Akkord. Das gleiche gilt für den D-Akkord. Und beide zusammen. Ich spiele zum Abschluss ohne Wiederholung 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4 und 5. Ja, zum Abschluss wünsche ich viel Spaß beim Üben und bis zum nächsten Mal.